Es gibt andere Phobien, wo man dann die symbolische Sprache der perinatalen Ebene verstehen muss. Darüber haben wir schon in Bezug auf die Spinne gesprochen. Die Spinne gehört zu den archetypischen Symbolen der zweiten Matrix. Also Spinnenphobie dann ist ganz eng also mit der zweiten Matrix verbunden. Wie manche Tierphobien zum Beispiel, wo es sich um große Tiere handelt, wo man die Furcht hat vor verschlungen werden, das ist ein Anfang der zweiten Matrix. Darüber haben wir gesprochen, also Strudel und dann auch also diese Erfahrungen von verschlungen werden. Man hat das Gefühl, dass da also verschlungen werden droht und man wird das auf Tiere beziehen. Das ist etwas, das Tiere mir machen können und so weiter. Ja, Vögeln, das ist ein bisschen schwieriger. Ich spreche sehr oft über einen Fall, wo sich um eine Vogelphobie handelte und auch Phobie von isolierten Federn. Ja? Das war ein Fall von John Grant und Dennis Kelsey. John Grant, die hat also das, was sie als langes Gedächtnis bezeichnet, long memory. Sie kann sich in einen autohypnotischen Trance bringen und dann wird sie etwas in einem anderen Jahrhundert erfahren. Und sie studiert dann, wer sie ist, wo sie ist, was vor diesem Moment passierte, was nach diesem Moment passierte. Und nach etwa 100 Sitzungen, sie wird ein ganzes Leben rekonstruieren. Und sie schreibt Bücher darüber. Und sie studiert nie Geschichte. Also, und sie schreibt Romane also aus alten Ägypten und aus Renaissance, Frankreich und so weiter. Alles von ihren eigenen Erfahrungen. Und sie kann das auch für andere Leute machen. Also sie arbeiten zusammen und man bringt ein Problem und Dennis ist ein Hypnotiseur, er hypnotisiert die Person und sagt, gehen Sie zurück, bis Sie finden, wo diese Situation entstanden ist. Und sie hatten diese Patientin mit einer Vogelphobie, mit Federphobie und ich sagte nicht, dass das dass ich John auch einfühlen kann in diese Situation. Ich weiß genau, was den Leuten passiert und sie hilft dann mit dieser Situation und so weiter. Das ist aber nicht wichtig da. Was wichtig ist dass diese Frau auf einmal berichtete, dass sie sich sehr stark fühlt, dass sie in einem männlichen Körper ist, dass sie ein Soldat ist, ein Kämpfer. Und auf einmal gab es Szenen einer Schlacht im alten Persien. Sie hat allerlei Szenen also dort erfahren. Und auf einmal hatte sie starke Schmerzen in der Brust, und es kam ein Pfeil und sie wurde also getroffen durch diesen Pfeil und dann lag auf der Erde und im Sterben. Und da gab es blaues Himmel und auf einmal sah sie Vögel und das waren Geier. Und die kamen also, sie fand sich ganz umschlungen von diesen Geiern. Und dann ein Vogel nach dem anderen kam und probierten, ob das Abendessen fertig war. Und es hat eine sehr verzweifelte Reaktion gegeben. Sie hat also mit diesen Vögeln gekämpft in der inneren Erfahrung, hat geschrien und so weiter. Und dann hatte die Erfahrung von Sterben, wirklich Sterben auf dem Schlachtfeld und hatte das Gefühl, dass sich Bewusstsein also von dem Körper trennte und das war eine ungeheure Befreiung, ein Gefühl von Befreiung. Und das war dann Ende dieser Vogelphobie. Und wenigstens in diesem Falle hat man nichts Perinatales gefunden. Manchmal könnte das auch so sein, dass zum Beispiel es eine Ebene dort gibt, wo es etwas Perinatales gibt. Zum Beispiel es könnte scharfe Schmerzen während der Geburt sein.
in demselben Platz, wo der Pfeil war oder sowas. Ja? Und auch gewisse Erfahrungen, die dann auf der tieferen Ebene die Bisse von den Geiern sind oder etwas auch. Aber in diesem Fall haben sie das nicht beschrieben, das war bloß die Reinkarnationssituation. Und diese Patientin wurde für Jahre also psychoanalytisch behandelt und man hat wirklich nichts gefunden, nichts hat sich wirklich geändert. Ja. Das ist ja eine Bestattungsart in der Religion der Parsen, ne? Die Toten den Vögeln sozusagen darzulegen. Und die Namen tatsächlich, die Knochentürme existieren da heute noch. Ja, das macht man. Eine Bestattungsart, die vielleicht auch im Gesamtwissen mit drin ist. Ne? Ja, aber das war nicht begräblich, das war bloß eine Schlachtsituation. Okay, eine andere Möglichkeit ist Feuerphobie. Und darüber haben wir gesprochen, dass das Feuer also zu dem Übergang zwischen der dritten und der vierten Matriz gehört. Und davon kommen also zwei verschiedene Situationen kommen. Das ist nicht sehr befriedigend für Leute auf der Straße. Nicht wahr, die sagen, die Psychologen können alles erklären. Entweder ist das oder der Gegenteil und so weiter. Aber es ist so in der tiefen Psychologie, nicht wahr? Gegenstände stehen sehr, sehr nahe zueinander. Also Fixierung an dieser Ebene des Unbewussten kann entweder zu Pyromanie führen oder zu Feuerphobie. Das sind nur ein bisschen unterschiedliche Ausarbeitungen desselben Problems. Ich habe mit zwei pyromanischen Patienten gearbeitet und die waren beide da fixiert und sie hatten das Gefühl, dass wenn sie also Feuer machen, großes Feuer, dass es eine fantastische Erfahrung sein wird von Befreiung. Sie haben davon sehr viel erwartet und wenn sie das machten, dann hatten sie eine sehr große Erregung, auch sexuelle Erregung, aber das ist nicht gekommen, was sie erwarteten, also diese ungeheure Befreiung. Und das Gefühl, dass das passieren sollte, war so stark, dass sie das wieder und wieder machten. Und natürlich, das kommt nur, wenn das eigene Unbewusste das Feuer macht, nicht wenn man Feuer in der äußeren Welt macht. Und dann, also Verdrängung davon und so weiter, das kann dann eine Phobie, Feuerphobie werden. Noch eine ganz, ganz interessante Phobie ist also Akrophobie, das heißt Phobie, die auf Höhen auftritt, Höhenplätzen. Ja. Und das ist sehr oft so, dass es eine Verbindung zwischen Zwangsneurose und Phobie ist. Man hat auch einen Impuls zu springen. Und dann Furcht vor diesem Impuls. Also die Furcht ist nicht nur Furcht von Höhen, sondern auch von den eigenen Impulsen. Also die vernichtend sind, die selbst vernichtend sind. Und das ist ein bisschen schwieriger zu erklären, doch gehört es auch zu der Dynamik der Geburt. Irgendwo, also dieses Gefühl von Fallen gehört zu der letzten Phase der Geburt. Und das sind zwei ganz also obskure Symptome, das ist Feuer und Fallen. Man kann darüber phylogenetisch denken, es gibt Tierarten, wo Geburt wirklich mit einem Fall verbunden ist, zum Beispiel eine Giraffe, die entbindet stehend, das ist also wirklich ein Fall dort. Es gibt viele Kulturen, wo die Frauen nicht liegen. Das ist wirklich etwas, das sehr bequem ist für die Geburtshilfe, aber nicht gut für die entbindende Frau, also auf dem Rücken zu legen. Also die Frauen, die Wahl haben in den präindustriellen Gesellschaften,
die sind gewöhnlich alabasch, das heißt auf allen Vieren, oder squatting. Hockend. Hockend, ja. Oder auch stehen. Im Sudan zum Beispiel stehen sie und sie werden die Gravitation dann benutzen für die Geburt. Also es gibt da auch eine Möglichkeit von Fallen. Ja? In jedem Fall ist das etwas, das zu der Geburt gehört. Zum Beispiel Leute, die in psychedelischen Sitzungen Geburt wieder erleben, können auf einmal in der letzten Phase der Geburt sich mit Fallschirmjägern identifizieren. Sie haben das, die Erfahrung von wie das ist, wenn man also fällt und den Regenschirm öffnet und so weiter. Oder mit Fallschirm. Mit Fallschirm öffnet. Oder man wird sich mit Akrobaten identifizieren, mit Athleten, die ins Wasser springen und so weiter. Und manchmal kommen da, das haben wir wirklich gesehen in den Diapositiven, gibt es auch dabei manchmal Erinnerungen, wo das Kind also in die Luft geworfen wird. Das ist auch fallend. Ja? Manche Leute werden da auf einmal Erinnerungen an Amusement Parks. Freizeitpark. Vergnügungspark. Vergnügungspark, ja. Rollercoaster. Ja. Rollercoaster. Achterbahn. Achterbahn. Da gibt es. Es gibt einen ekstatischen Zustand, der ersten Matrix gehört. Das kann man als ozeanische Ekstase bezeichnen. Das heißt, die Grenzen schmelzen sich und man hat das Gefühl von fantastischem Frieden und Freude und so weiter. Und das ist alles ruhig und also konzentriert und so weiter. Und es gibt eine andere ekstatische Situation, die der dritten Matrix gehört. Das kann man als dionysische oder vulkanische Ekstase und das ist vielmehr das, was man in den wilden Tänzen der Eingeborenen sieht und so weiter. Und das ist auch etwas, das man auf diesem Rollercoaster erfährt. Nicht wahr? Das ist wirklich nicht reine Freude, das ist also, das ist etwas anderes, nicht wahr? Das ist Freude mit Angst und das ist auch, was die Kinder erfahren, wenn man sie wirft. Und das ist also irgendwie das Gefühl, dass das dazu gehört, also zum Ende der Geburt. Und die Leute, die da fixiert sind, die werden Situationen suchen, wo man das erfahren kann. Ich hatte einen Freund, der hat LSD genommen und dort stecken geblieben und auf einmal hatte er den Impuls, als Freiwilliger also Fallschirme zu prüfen, neue ungeprüfte. Und das hieß zum Beispiel 15 Mal also mit dem Flugzeug aufgehen und mit untestiertem Fallschirm also runterzuspringen. Und er hatte fantastische Erfahrungen vom Fallen. Es ist also Möglichkeit der Vernichtung, aber doch immer gibt es also etwas da und ich habe Kontrolle und kann es stoppen. Und er hat damit gespielt, also sehr lange zu fallen und im letzten Moment das zu machen. Wir arbeiteten auch auf dem Film Brainstorm und da hatten wir Kontakt mit den Leuten in Hollywood und ich hatte die Gelegenheit mit den Stuntmen. Und das ist ganz fantastisch, also die leben in diesem Zustand und wir sagen etwas, das ist fantastisch, die Mut, nicht wahr, für solche Sachen. Und sie haben etwas ganz anderes gesagt, sie sagten, sie fühlen sich sehr schlecht im Alltagsleben, wenn nichts passiert. Also sie haben noch immer das Gefühl, als ob sie in einer gefährlichen Situation wären, das ist also eine Art von innerer Erregung, nicht wahr? Und dann, wenn sie wirklich in der Mitte einer gefährlichen Situation sind,
dann gibt es eine gewisse Logik in ihrem Leben. Dann haben sie das Gefühl, dass sie die richtigen Lebensgefühle haben, weil das Innere mit dem Äußeren also in Harmonie ist. Also es gibt Leute, die wirklich solche Situationen suchen, weil sie schon die entsprechenden Erfahrungen haben. Sie haben die Gefühle, die einer gefährlichen Situation gehören, und sie wollen dann eine gefährliche Situation haben. Ich spreche zum Beispiel in den Vereinigten Staaten darüber, dass eine solche Person nicht eine Situation gerne hat, wo sich um einen Urlaub handelt, in den Gebirgen, also alles ist ruhig, schneebedeckten Gebirge, nicht wahr, und Wiesen und Blumen, und man hat einen Urlaub, man soll sich ganz entspannt und ganz gut fühlen. Und sie haben noch immer das Gefühl, nicht wahr, dass was Schreckliches passiert. Und sie haben diese Situation nicht gerne. Also ich würde in der Vereinigten Staaten sagen, diese Leute wollen in Manhattan leben. Also diese Art von Gefühl, nicht wahr, das gehört zum Leben in Manhattan. So lebt man in New York City. Würde das jetzt zur zweiten Nachricht gehören? Das ist die dritte. Was wäre die zweite? Die zweite, das ist das Gefühl einer ungeheuren Gefahr, nicht wahr, die kommt von Kräften, gegen welche man hilflos ist und so weiter. Man hat Identifizierung mit dem Underdog. Underdog. Und so weiter. Man kann dann auch ganz aktiv Situationen suchen, wo man geopfert, wo man zu Opfer wird, wo man ein Märtyrer wird. Ja? Man hat schon die Gefühle eines Märtyrers, und die Situationen, wo ich die Rolle habe, sind dann sehr natürlich für mich. Ja? Es ist nicht so, dass die Situation die Gefühle schafft, sondern die Gefühle sind da, und ich suche die Situation, wo ich das als logisch erleben kann. Ja? Ich habe an einer Konferenz der Sozialpsychiatrie teilgenommen, das war 1964 in London, und dort hatte Joshua Bierer, ein englischer Psychiater, hatte einen Vortrag, das hieß Centripetal Womb Syndrome. Das zentripetale Mutterschoss-Syndrom, dass es Leute gibt, die also in solchen Situationen sein möchten, nicht wahr, wo sie wirklich gefangen sind. So hat er auch zum Beispiel die Rezidivität erklärt. Die Leute, die im Gefängnis sind, man wird sie freilassen, und in einer ganz, ganz kurzen Zeit kommen sie zurück. Und es ist nicht nur, dass sie schlechte Gelegenheiten haben, sondern dass auch etwas psychologisch in ihnen also diese Situation präferiert. Ich habe mal eine Frage. Ich persönlich habe zum Beispiel Klaustrophobie und Höhenangst. Also das wäre ja dann aus zwei verschiedenen Matrizen sozusagen. Kommt das öfter vor, oder kann man das erklären? Ja, man hat also das alles erfahren, nicht wahr, auf den Perinatalen. Und dann hat man auch allerlei Sachen also in der Kindheit erfahren. Also es ist möglich, mehrere Fixierungen zu haben. Es passiert auch zum Beispiel, dass das alterniert. Ich erinnere mich an Situationen, wo Patienten zum Beispiel einmal mit zwangsneurotischen Symptomen kamen, ohne Depression, und das nächste Mal in einer tiefen Depression ohne zwangsneurotische Probleme. Oder einmal mit zum Beispiel mit Asthma und ohne psychotische Erfahrungen, das nächste Mal psychotisch, aber ohne Atembeschwerden. Also das ist möglich. Und das kommt aber kommt in verschiedenen Situationen. Ja. Nee, also ich kann ganz klar sagen, ich leide unter Klaustrophobie und unter Höhenangst. Und ich habe auch viele Patienten, wo das also auch gekoppelt ist. Also wir haben verschiedene Phobien dann. Also Klaustrophobie oft zusammen mit Höhenangst. Das habe ich auch mit Höhenangst.
Ja, dann muss man noch unterscheiden. Man muss also ganz genau wissen, und das kann man nur durch Erfahrungstherapie entdecken, ob das wirklich die zweite Matrix ist. Zum Beispiel, ich arbeitete mit Lenny Schwartz, die war eine Interior Architect, eine und sie hatte drei LSD-Sitzungen mit mir und sie hatte starke Erfahrungen der Geburt und dann wurde sie zu einer Psychologin, sie studierte Psychologie, hat das Buch über die Welt der Ungeborenen geschrieben. Und ihre Erfahrung war ganz interessant, das war also zweite Matrix, dann hat sich das geöffnet, sie hat gekämpft, alles war gut und auf einmal hat sich das alles geschlossen. Und in der ersten Sitzung hat sich nicht gelöst, nur die pharmakologische Wirkung also abgelassen und sie fühlte noch immer, also, dass etwas da ungelöst liegt. Und wir machten eine andere Sitzung und dann hatte sie möglicherweise 20 Minuten wieder von davon, was ich als zweite Matrix hielt. Und dann auf einmal hatte sie ganz, ganz also weit geöffnet, ins Licht und so weiter. Und sie hatte ihre Mutter angerufen und sie wollte etwas über ihre Geburt wissen. Sie haben das nie besprochen. Ihre Mutter war eine sehr, sehr interessante Frau. Die hat zum Beispiel Sexualität mit Lenny gar nicht besprochen, bis sie heiratete. Und dann sagte sie, wir müssen über Sexualität sprechen. Sie hat nicht also über Geburt gesprochen. Das war das erste Mal, Lenny hat ihr gesagt, nicht, dass sie eine LSD-Sitzung hatte, sondern etwas, ich hatte eine hypnotische Regression und ich denke, dass ich also etwas von meiner Geburt erlebte und ich möchte wissen, wie das war. Sie hat es nicht beschrieben, also was da passiert ist. Und die Mutter hat ihr die Geschichte erzählt. Sie war sehr unerfahren, das war das erste Kind. Und sie war also in der Mitte vom Labor etwa. Und es war 12 Uhr mittags. Und der Geburtshelfer und die Hebamme, die wollten also Mittagessen haben. Sie haben ihr gesagt, die Beine zu kreuzen und zu warten. Also sie war dort. Und dann, als sie kamen, hat sie bloß die Beine geöffnet und das Kind kam. Also das war ganz künstlich. Das war die Situation der zweiten Matrix. Aber zur Zeit, wo logisch die dritte Matrix sein sollte. Also man muss dann wirklich das wissen, was genau dort geschehen ist. Ob es sich wirklich um Elemente der zweiten Matrix handelt oder ob das in deinem Fall so war, dass da etwas stecken geblieben ist, also in der Expulsionphase. Also entweder von der Mutter oder wenn das möglich ist, und dann Erfahrungen zu machen und zu finden, was da wirklich ist. Ja, wenn jemand Angst davor hat, groß zu werden oder erfolgreich zu sein, wenn er sich immer kleiner macht, als er vielleicht weg ist, was wäre dann das Thema? Auch so den letzten Schritt. Ja, ich möchte nicht raten, nicht wahr? Man ist wirklich wichtig dann, das die Arbeit zu machen und das zu finden, was da ist. Aber im Großen und Ganzen findet man sehr oft, dass die Umstände der Geburt also ein Muster darstellen, das man dann in der Zukunft auch öfters findet in Bezug auf Lebenssituationen. Also eine unkomplizierte Geburt wird als ein persönlicher Erfolg interpretiert und wird also ein Symbol der zukünftigen Erfolge. Ja? Wenn es also zu überwältigend ist und wenn man dann sehr geschlagen, also geboren wird und so weiter, dann wird das einen gewissen Pessimismus schaffen, dass man es nicht machen kann, wenn Herausforderungen kommen im Leben und so weiter. Wenn es da zum Beispiel Narkose gibt, dann hat man nicht das Gefühl,
einer vollendeten Situation. Das erste Projekt ist nicht wirklich ganz geschlossen, ganz erfolgreich geschlossen. Und dann kann man im Leben Gefühle haben oder eine Einstellung, wo man sehr gut in den frühen Stadien eines Projektes arbeitet. Und dann auf einmal wird man das alles verlieren. Man hat nie das Gefühl, dass man etwas erfolgreich, also zu Ende gebracht hat. Wenn es sich zum Beispiel um Zangennarkose handelt, ja? Zangengeburt handelt, dann hat man ein Problem, wo man auch anfangs sehr gut arbeitet, und aber vor dem Ende des Projektes wird man Selbstvertrauen verlieren und man erwartet, dass jemand also Hilfe gibt. Man hat nicht die Fähigkeit, also die letzte Phase selbst zu machen. Man muss abhängig sein von einer anderen Person. Also es gibt allerlei Beziehungen von dieser Art, ja, die man da finden kann. Auf der pränatalen Ebene. Das kann dann auch etwas also Biografisches sein und so weiter. Ist Zeit für Pause? Okay. Kann ich noch einen Moment was ansagen? Das erste ist, wir machen halt drei weiter. Das zweite ist, die Teilnahmebestätigung liegen aus und legst dann hier, wer immer die braucht, kann gut dann hier holen. Und ich wollte noch mal bitten, mit den Getränken ein bisschen sorgfältig umzugehen. Wir haben gestern eine schwierige Situation gehabt mit den Leuten, die uns hier sehr freundlich betreuen. Aber Kaffee und Cola auf diesem Boden, Rema Patricia Turm und Coca-Cola ist schwierig. Also wir würden euch noch mal bitten, wirklich die Tassen und Gläser nicht auf den Boden zu stellen, sondern sie auf die Tische zu platzieren. Und schließlich das Vierte, was ich noch ansagen wollte, ist für diejenigen, die morgen und übermorgen den Atem-Workshop machen. Das ist, dass wir uns heute Abend um 7 Uhr, also lange genug nach Beendigung dieser Veranstaltung im Zentrum treffen, aber kurz genug, dass ihr nicht noch essen gehen müsst, weil wir dort einen Mist haben. Ja, also wir treffen uns dort dann. Die Straßenbahn 3. Aber wenn der Straßenbahn benutzt, ist die Nummer 3, die fährt bis vor das Zentrum. Wie lange das heute Abend dauert? Mit dem Essen vielleicht 2,5 Stunden. Es kommt drauf an, wie schnell wir essen. Ja. Hattest du zu Hause schon gekocht? Ich wollte nur ein Beispiel geben, also der Höhenphobie. Etwas, das in einem Workshop passiert ist, das war in Kanada auf einer Insel, das heißt Hollyhock, dort Hollyhock Farm. Und da hatten wir ein Seminar und dann kam
ein Mann, der ursprünglich aus Deutschland war, aber nun in Kanada lebte mit seiner Frau. Und der hat die Erfahrung mit uns gemacht. Und er hat früher gesagt, dass er von Höhenphobie lebt. Ja? Und der hatte eine sehr, sehr starke Erfahrung. Und danach hat der Gruppe gesagt, was das war. Er hatte das Gefühl, dass er sehr viel mit seiner Höhenphobie zu tun hatte. Und es war eine Erfahrung, die da also drei Ebenen hatte. Die erste Ebene, das war eine Erinnerung an die Zeit in Deutschland vor dem Zweiten Weltkrieg. Und da gab es eine Situation vor den Olympischen Spielen, dass die Leute, die Männer, die in diesen spezifischen Abteilen waren, von Athleten, die sich also für die Olympischen Spiele vorbereiteten, die mussten nicht in der Armee sein. Das war eine Alternative. Man konnte also sich für die Olympischen Spiele vorbereiten. Und er war in dieser Gruppe und er wollte wirklich nicht in die Wehrmacht gehen. Und es war wichtig für ihn, also in dieser Gruppe zu sein. Und da alles war sehr streng, es war eine sehr, sehr starke Kompetition und man kriegte Punkte also für alles, was man machte, nicht wahr? Und er war also nicht an der Spitze, er war unter den Letzten und da kam eine Situation, wo er sehr viele Punkte machen konnte durch einen Sprung von einem Turm ins Wasser, also mit dem Kopf zuerst, ja? Also etwas wie 20 Meter oder sowas. Hat nie etwas solches gemacht und er stand dort und er hatte also die Alternative, also zu verlieren und in die Wehrmacht zu gehen oder doch also zu springen. Ja? Und also musste sehr große Angst überwinden und dann hat er es gemacht und mit großem Schlag also ins Wasser gekommen. Und das war die erste Schichte. Und dann dieselben Gefühle dann auf einmal erschienen in dem Kontext der letzten Phase der Geburt. Und dann am Ende dieser selben Erfahrung in dem holotropen Atmen kam noch eine Erfahrung, wo er das Gefühl hatte, dass er ein junger Mann irgendwo in Neuguinea war und dass er in einem Übergangsritus teilgenommen hat. Und was die da machten, die bauten auch Türme und sie haben Lianas an die Füße gebunden und dann von dem Turm gesprungen. Und es war wirklich ein Statusproblem unter diesen jungen Männern, die längste Liane zu haben und sich nicht zu töten. Das war auch etwas, wo es sich um die Möglichkeit des Todes handelte. Und er hat dann später wirklich gefunden, dass etwas solches existiert, dass man etwas solches macht in einem Stand. Und das war also ganz, ganz klar eine Konstellation, man kann sagen ein Koex, ein System von kondensierter Erfahrung. Und dieselben Erfahrungen, dieselben Gefühle bezogen sich also zuerst auf diese olympische Situation, dann an die Geburt und dann in der Tiefe gab es eine karmische Erfahrung mit dem Sturm, mit dem Springen. Das zeigte ganz klar, dass also Fallen irgendwo zur Geburt gehört. Okay, also das ist die Ebene von Angst. Nun können wir das zweite nehmen, das als Symptom, und das ist Depression. Das ist etwas auch sehr, sehr Häufiges. In der traditionellen Psychoanalyse wird man Depression so deuten, dass es sich um orales Symptom handelt. Also Depression hat etwas mit der frühen Kindheit zu tun, wo das Kind also gestillt wurde und dann die Qualität dieser Erfahrung hat etwas zu tun mit Depression. Also orale Frustration, emotionale Deprivation an dieser frühen Stufe, also macht dann Disposition zu Depression.
habe es wirklich nicht im Allgemeinen erwähnt, aber ich glaube, dass viele das kennen, dass Psychoanalyse eine dynamische Klassifikation erarbeitet hat, wo verschiedene emotionelle Probleme oder psychosomatische Probleme auf Entwicklungsstufen der Libido bezogen werden und auch Entwicklungsstufen des Ego, also zum Beispiel Depression und Manie, die sind oral, Zwangsneurose ist anal, Hysterie, entweder Angsthysterie, also Phobien oder Konversionshysterie, das ist etwas Fahrliches und so weiter. Also zur Zeit des Oedipus-Konfliktes sich entwickelt und so weiter. Und also Depression ist oral, nicht wahr? In dem psychoanalytischen Rahmen. Das wird aber sehr viele Aspekte einer Depression nicht erklären. Zum Beispiel das, dass Depression in zwei großen Formen existiert. Die sogenannte gehemmte Depression, wo man bloß keine Initiative hat, keine Lebensfreude, wo man also bloß sitzt für Stunden oder Tage ohne Interesse, fast wie erlöscht, nicht wahr? Und es gibt auch eine andere Form von Depression, das ist agitierte Depression, wo man auch depressiv ist, aber man es gibt sehr viel Bewegung. In der extremen Situation kann man sich auf den Boden stürzen und sich die Haare ausreißen und mit dem Kopf also gegen die Wand schlagen und schreien und so weiter. Und das ist auch Depression. Und man wird das wirklich nicht unterscheiden in der Psychoanalyse. Man wird auch gar nicht erklären, warum das ist, dass depressive Leute ganz oft spezifische somatische Probleme haben. Zum Beispiel ungeheuren Druck an der Brust. Also man hat das Gefühl von Oppression an der Brust. Man kann Gefühle von ungeheurer Schwere auf den Schultern haben. Man kann Kopfschmerzen haben. Es ist auch eine Situation, wo der ganze Körper physiologisch und auch energetisch blockiert ist. Es gibt eine Situation, wo man keinen Appetit hat, wo das ganze gastrointestinale System nicht arbeitet. Es gibt ungeheure Verstopfung, sehr oft mit Depression. Es gibt Amenorrhea, man verliert die Menstruation und so weiter. Also keine von diesen Symptomen machen Sinn, wenn man sie auf die Situation eines Kindes bezieht, das also allein ist oder das irgendein welche Störungen des Stirns erfährt. Ja? Wenn wir geänderten Bewusstseinszuständen mit depressiven Leuten arbeiten, dann ist es ganz typisch so, dass man zuerst etwas aus der Kindheit erfährt, von der Art, dass die Psychoanalyse beschreibt. Das heißt zum Beispiel, man ist allein in der Wiege, ja. Man erfährt Hunger und Kälte als Kind und man schreit und so weiter. Dann vertieft es sich aber und dann kriegt man also Situationen aus der zweiten Matrix, sodass man auf einmal also in einem System gefangen ist, von dem also es keinen Ausgang gibt und so weiter. Und dann kann man auf einmal viele Aspekte der Depression verstehen. Depression ist immer also gefangene Aggression. Das ist Aggression, die gegen sich selbst gezielt wird. Das hat schon Freud beschrieben. Das Extrem der Aggression ist Mörder und das Extrem der Depression ist auch Mörder. Man macht also Selbstmord. Ja. Man versteht dann auch solche Sachen wie zum Beispiel die Tatsache, dass wenn man Stress misst in der Depression, auch in gehemmten Depressionen, wird man sehen, dass biochemisch da eine große Aktivierung gibt, die eine hohe Stufe von Stress indiziert. Das ist zum Beispiel die Katecholamine oder Ketosteroide, das sind Stoffe, die mit Stress verbunden sind, und die sind da erhöht. Also da gibt es eine Situation in der gehemmten Depression, wo man, wie man das sagt,
also außen sitzt und innen läuft. Ja, das ist eine Situation, wo außen gar nichts passiert und innen gibt es eine ungeheure Spannung. Das ist nicht wirklich eine Situation von Erlöschung, sondern eine Situation, wo nichts von dieser inneren Unruhe also sich ausdrückt oder äußert. Und dann der erste Schritt zur Verbesserung einer Depression ist dann Ausdruck von Aggression. Ja, das wissen wir. Und das macht sehr, sehr viel Sinn, also in Bezug auf die zweite Matrix. Es gibt eine sehr, sehr intensive Situation. Also das Leben ist bedroht, aber nichts passiert, weil das ganze System geschlossen ist und die ganze Situation wird dann introjiziert. Also in einer depressiven Person gibt es also eine Situation, wo man in Kontakt ist mit dieser inneren Spannung, aber auch die äußere Hemmung, die ist auch Teil der Situation. Das ist, was ursprünglich von dem Geburtskanal kam, aber nun ist das Teil des eigenen Abwehrsystems, das eine hydraulische Situation schafft. Und die agitierte Depression, die wird dann durch spezifische biografische Erfahrungen dann in der dritten Phase enden. Das ist eine der Möglichkeiten, eine der pathologischen, psychopathologischen Bilder, die sich aus der dritten Matrix dann entwickeln können. Das ist eine Situation, wo auch die Energie also blockiert ist, aber es gibt eine gewisse Möglichkeit von Abfuhr von Energie. Nicht alles, das wäre dann Heilung, wenn man das alles also ausdrücken könnte, aber es gibt da die Möglichkeit für die Person in agitierter Depression teilweise etwas auszudrücken im Vergleich mit der Person, die also in gehemmten Depression steht. Dann haben wir die Situation einer Manie. Das ist auch etwas, das zu Depression gehört. Das ist oft so, dass diese alternieren dann. Und das wird man in geänderten Bewusstseinszuständen als Symptom von unvollendeten Geburt entschiffern. Das ist eine Situation, wo man in dem Geburtskanal kämpft und dann auch mal öffnet sich was und man hat das Gefühl der Befreiung, aber es ist nicht volle Befreiung. Volle Befreiung, die endet dann in einem Gefühl von Entspanntheit, von Ruhe, von inneren Frieden und so weiter. Da kriegen wir etwas anderes. Da kriegen wir noch sehr Spannung, aber auch sehr psychomotorische Erregung. Ja? Und da kriegen wir einen Zustand, wo alles sozusagen übertrieben ist. Man ist so lustig, nicht wahr, dass das ganz unnatürlich aussieht. Es ist übertrieben. Und auch die Aktivität und die Initiative und die Pläne, das ist alles übertrieben. Eine manische Person spricht so viel, dass man keine Pause hat, um etwas zu fragen oder sowas. Es wird also jede Sekunde mit Worten füllen. Und ungeheure Menge von Aktivität. Also zum Beispiel, wenn es in einer LSD-Sitzung passiert, wird sich die Person auch manchmal aufsetzen und sagen, ich hatte eine fantastische Erfahrung heute. Alles ist ganz, ganz wunderschön. Und ich werde nun alle meine Freunde anrufen, wir werden alle feiern da, wir werden also ein paar Flaschen Wein kaufen. Und, wir will live it up. Und es ist dann sehr, sehr schwierig, also diese Person zu überzeugen, dass da noch ein bisschen mehr Arbeit ist, dass sie also zurück in die unangenehmen Gefühle gehen müssen, noch ein bisschen von dem Unangenehmen erleben, sodass sie sich wirklich die Gestalt besorgt. Erfolgreich fließt. Eine Lösung dann ist ein Zustand, wo alles da ist, man muss nirgendwo gehen, man muss nichts machen, also man hat das Gefühl von Erfüllung und Befriedigung und so weiter. Also dann ist noch
so viele Sachen, wenn man so viele Sachen muss, dann ist das wirklich noch nicht zu Ende. Ne? Das ist vielmehr eine Situation, die wir in einer Person finden, die also in den Walde spazieren geht und hat Angst und wird daran so reagieren, dass die Person also singt oder pfeift. Alles ist in Ordnung, hat keine Furcht. Wenn wir das alles übertreiben, diese Person möchte sich selbst also überzeugen, dass alles in Ordnung ist. Sie sind schon geboren, nicht wahr? Es gibt nichts mehr zu tun, also alles ist okay. Wir werden nur feiern. Und dann haben wir das Problem der Suizidtendenz. Ja, das ist etwas, das natürlich also sehr, sehr tief mit Depression verbunden ist. Das passiert meistens den Leuten, die depressiv sind. Der Ausnahme von gewissen Situationen, wo wirklich die Alltagssituation so schrecklich ist, dass das etwas Logisches ist, nicht wahr, das darüber zu denken. Aber in den meisten Fällen ist das etwas, das den psychologischen Zustand charakterisiert. Das hat mit Depression zu tun. Es ist sehr schwierig zu sagen, was wirklich ein guter Grund für Selbstmord ist. Ich arbeitete zum Beispiel in Prag zur Zeit, als die Kommunisten kamen und sie haben alles weggenommen. Es gab Bauern, die Häuser hatten in Feldern und so weiter. Und man hat ihnen gesagt, also morgen gehört das ihnen nicht. Ja, das geht zu den Kolchos. Und es gab Leute, die sich hängten, die also Suizid machten. Es gab Leute, die Kommissare attackierten, als sie kamen, alles zu konfiszieren und dann sie wurden erschossen. Und es gab andere Leute, die sagten, ja, das ist Leben, nicht wahr? Und morgen werden wir also eine andere Lebensweise beginnen. Und sie konnten daran anpassen und das war okay. Es gibt Leute, die sich töten, wenn sie eine wichtige Beziehung verlieren. Es gibt andere, die das Überleben kennen und sie machen das Beste, was sie können. Also allein zu leben und für eine andere Beziehung suchen. Also, es gibt wirklich nichts oder wenig, also das so absolut schrecklich ist, dass man sich töten muss. Also das hat noch immer mit psychologischen Problemen zu tun. Meistens ist das Verbindung mit alten Problemen, ja, so dass man nicht nur an das Gegenwärtige reagiert, sondern noch auch etwas sehr, sehr Altes. Und sehr viel davon hat mit der Geburt zu tun. Geburt ist wirklich die erste große Verlust. Ja, das ist der Verlust der ursprünglichen Verbindung mit dem mütterlichen Organismus, wo man alles hatte, wenn es ein guter Mutterschutz war. Also wir haben zwei Probleme in Bezug auf Selbstmord. Das erste Problem ist, warum wir uns töten möchten. Es ist im Konflikt mit dem stärksten Instinkt in der Natur, das heißt Überlebensinstinkt. Und das ist also an und für sich nicht leicht zu erklären, wie das möglich ist, dass man ignoriert etwas so Starkes, dass das Leben in der Natur überhaupt möglich macht. Also die größte Kraft also in der Natur. Aber wir haben noch ein zweites Problem da und das ist Wahl des Selbstmordes. Wenn man mit Leuten spricht, die sich töten möchten, die haben etwas ganz, ganz Gewisses, also in meinem Haben was vor, ja. Das heißt, sie wissen ganz genau, was sie machen möchten. Also eine Person zum Beispiel, die eine Überdose von Drogen nimmt, die würde sich nicht aus dem Fenster werfen oder unter einen Zug werfen. Das können wir ganz gut verstehen. Das scheint
logisch zu sein. Aber es ist auch so, dass das Umgekehrte gilt. Die Person, die sich aus dem Fenster wirft, würde nicht eine Überdose von Drogen nehmen, auch wenn sie diese Drogen hat. Also das ist nicht nur ein Impuls, sich zu töten, sondern etwas ganz, ganz Spezifisches zu machen. Also jede Theorie von Selbstmord muss beide Aspekte da erklären. Ja? Natürlich ist das möglich, dass dieselbe Person zu unterschiedlichen Perioden ihres Lebens zwei verschiedene Versuche macht. Aber das kommt dann von verschiedenen psychologischen Zuständen. Es gibt ganz gewisse Verbindungen zwischen einem psychologischen Zustand und der Weise des Versuches. Und wir wissen, dass im Allgemeinen zwei große Kategorien von Versuchen oder Impulsen existieren. Und das sind Impulse zu einem gewaltigen Selbstmord und Versuche zu einem, also non-blutigen, sagen wir, Selbstmord. Ja? Wenn wir mit einer Person arbeiten, die unter dem Einfluss der zweiten Matrix steht, diese Person hat eine tiefe, gehemmte Depression, diese Person weiß nicht, dass sie unter dem Einfluss der zweiten Matrix steht, also der Prägung aus der Geburt. Sie werden das alles auf die Umgebung beziehen. Also sie denken, dass sie depressiv sind, weil sie eine Beziehung verloren haben, weil sie Geld verloren haben, weil sie also in ihrem Job versagten oder sowas. Dann wird das mal alles externalisiert. Ja? Und wenn sie das nicht mehr ertragen können, wenn sie denken, dass sie mit dem Gefühl nicht mehr leben wollen, dann was da passiert, also auf der unbewussten Ebene, ist, dass sie dort also ein Verzeichnis haben, eine Aufnahme davon, dass vor dieser Situation, also vor der zweiten Matrix, etwas Besseres existierte. Und das ist die Erinnerung an die pränatale Situation. Dort war es eine Situation, wo Sachen noch gut waren. Also die Idee, wie man sich von der Situation der zweiten Matrix befreien kann, kommt von den Ideen auf die pränatale Situation. Natürlich, man weiß nicht bewusst, worüber es sich da handelt. Also die Fantasie wird dann Situationen schaffen, die etwas Gemeinsames mit dem Pränatalen haben. Also das Wasser wäre irgendwie eine Lösung. Ich muss also mich ins Wasser werfen. Weil das Pränatale, das ist ozeanisch, das ist wasserresistent. Ja? Oder zum Beispiel, eine sehr mindere Form ist, ins Bett zu gehen, sich mit einer Decke bedecken, und nie mehr also zu schlafen gehen und nie mehr zu erwarten, nie mehr den Tag zu sehen. Also fast eine pränatale Situation dort zu schaffen. Oder Drogen nehmen, tranquilisierende Drogen, Schlafmittel und so weiter, Alkohol. Und dann wird sich dieser Zustand, der sehr viel mit schwierigen Emotionen zu tun hat und unangenehmen Gefühlen und so weiter, wird sich also vermindern und man ist weniger und weniger in Kontakt mit den unangenehmen Gefühlen und man sinkt in eine Art von Vergessen. Ja? Und es ist wie eine Karikatur des Pränatalen, das was die Drogen hervorrufen oder Alkohol. Wir haben mit Alkoholikern und Drogensüchtigen gearbeitet, mit LSD. Und als sie die pränatalen Erfahrungen hatten, da sagten sie immer, das ist, was ich wirklich wollte. Ich wollte nicht Alkohol, ich wollte nicht Heroin, ich wollte diesen Zustand, aber ich wusste nicht, wie ich einen solchen Zustand erfahren kann. Aber wenn ich Alkohol getrunken habe, dann gab es eine gewisse Ähnlichkeit, wie eine Karikatur. Es gab genug da, dass
das also mich motivierte, weiter zu trinken, weiter Heroin zu nehmen und so weiter. Und dann natürlich die Überdose, das kann dann zu Tod führen. Das, es gibt einen Übergang, nicht wahr, zwischen Trinken und Drogen und Überdosieren für Selbstmord. Man wird auch oft über Trinken und Drogen als langsamer Selbstmord sprechen. Ja. Ich habe auch Patienten gehabt im Winter, die in diesem Zustand Fantasien hatten, dass sie also in Schnee gehen werden und dort fallen und sie werden von Schnee bedeckt und sie werden also im Schnee sterben. Und dort gibt es auch eine Fantasie, dass das am Anfang unangenehm ist, aber dann wird man immer wärmer und wärmer und dann ist das fast wie ein guter Mutterschoss, nicht wahr? Und man vergisst alles und man stirbt. Die einzige Weise von blutigem Selbstmord, der zu dieser Matrix gehört, das ist, was man zum Beispiel in alten Rom machte, das heißt, die Ader zu schneiden und in warmem Wasser zu sitzen. Und dann gibt es also nicht mehr Unterschied zwischen dem Blut und dem Wasser. Und man verschmelzt irgendwie. Das ist auch eine Art von pränatalen Situation. Also wir können sagen, dass die Leute, die nicht blutigen Selbstmord probieren oder diese Fantasien haben, dass sie wirklich zurück in den pränatalen Zustand gehen wollen oder dass sie im Alltag so leben wollen, dass sie unter dem Einfluss der pränatalen Erinnerungen stehen, nicht unter dem Einfluss der ersten Phase der Geburt, ja, der zweiten Matrix. Ja. Wenn man eine agitierte Depression hat, das ist das etwas ganz, ganz anderes. Dann hat man das Gefühl von ungeheurer Spannung. Man hat das Gefühl, dass man Kontrolle verlieren kann, dass man sich selbst verletzt, dass man andere Leute verletzen könnte. Man hat nicht Vertrauen in eigene Kontrolle. Diese Leute können sich als Zeitbomben beschreiben, die also explodieren können in dem nächsten Moment und so weiter. Wenn eine Person unter diesem Einfluss ist, dann ist das unmöglich, also wenn man das Gefühl hat, dass man das nicht mehr ertragen kann, ist das unmöglich, darüber zu denken, dass man sich befreien kann, wenn man die Geburt ungeschehen lässt, wenn man also zurückgeht. Also das heißt, auf der unbewussten Ebene aus der dritten Matrix in die zweite Matrix zu gehen, und niemand würde das machen. Also es gibt totale Hilflosigkeit in der zweiten Matrix. Die dritte Matrix ist erträgbarer als die zweite. Also das ist unmöglich, das ist blockiert für diese Person. Aber diese Person hat nun eine Erinnerung, dass nach der Erfahrung der dritten Matrix etwas Besseres war. Und das war das Moment der Geburt selbst, die biologische Geburt. Also wir müssen uns da vorstellen, dass die Situation da paradoxisch ist. Wir wurden alle anatomisch geboren, aber nicht emotionell geboren. Und da handelt es sich nun um die emotionale Geburt, das heißt, Durcharbeiten der Gefühle und der Sensationen, die nicht durchgearbeitet wurden. Und nun wird man also für die emotionelle Durcharbeitung das Modell der biologischen Geburt nehmen. Also was da passieren muss, ist nicht, dass man weniger und weniger erfährt, wie das in der zweiten Matrix war, mit Drogen und Alkohol, sondern dass man das alles irgendwo aktiviert und mobilisiert. Wir brauchen also intensivere Erfahrungen und dann kommt das alles zu einem Kulminierungspunkt und dann gibt es explosive Befreiung. Und das passiert in einer Situation, wo es Blut gibt, wo es Kot gibt. It has to happen in a great mess. Ja? Wie die Geburt selbst. Ja? Und das ist dann das Bild des blutigen Selbstmordes. Wenn man zum Beispiel
die Bilder, zwei Bilder nebeneinander setzt. Das erste Bild ist Geburt, das neugeborene Kind, vor dem man das Kind wäscht, und die Situation einer Person, die blutigen Selbstmord gemacht hat. Da gibt es große Ähnlichkeit. Also das Unbewusste kann das ganz, ganz leicht vermischen. Ja. Also die Idee da ist, also Aufbauen der Energie, explosive Befreiung und Messen. Chaos. Was ist das? Mit dem Erhängen. Mit dem Hängen ist das so, dass es scheint, dass das Zustände sind, wo es also eine sehr, sehr große Stufe von Erstickungsgefühl gab. Zum Beispiel, ich habe das in Leuten gesehen, die mit einer Nabelschnur um den Hals gewickelt, also geboren wurden. Es ist im Allgemeinen in der dritten Matrix so, und das ist ganz interessant, dass die, wenn man mit diesen Leuten spricht, die also suizidale Fantasien haben, dass da schon in ihnen also die Gefühle bestehen, die der Weise, also der Art des Selbstmordes entsprechen, die sie also zum Beispiel, wenn eine Person die Fantasien hat, über sich zu hängen, darüber sich zu hängen, wenn diese Person atmet, dann wird man finden, dass es ungeheure Erstickungsgefühle gibt. Schon also in dem Körper. Wenn eine Person Fantasien hat, dass sie sich mit einem Dolch stecken, die haben schon also sehr tiefe Schmerzen von der Geburt zum Beispiel, die da also in dem Unbewussten existieren. Also das ist dann nur eine spezielle Situation von der Art, die ich schon beschrieben habe. Das heißt, dass man also eine Situation schaffen möchte, wo die bestehenden Erfahrungen mit der äußeren Situation eine bedeutungsvolle Gestalt formen. Also ich ersticke, weil ich also diese Seile um den Hals habe. Es ist nicht etwas, das nur in meinem Unbewussten passiert. Ja? Also die Gefühle kommen erst. Und dann kommt etwas, das also in Übereinstimmung mit den präexistierenden Gefühlen ist. Ich glaube, das kommt dann später. Zum Beispiel eine Person, die unter einen Zug springt, die hat schon Gefühle, also dass die in Stücke gerissen wird. Das sind ungeheure innere Gefühle, die diese Personen haben. Also wenn sie unter dem Zug ist, dann wird nichts zufügen, also zu den Erfahrungen. Die haben die Erfahrungen schon. Wir unterschätzen also die Gefühle, die diese Leute haben. Die suchen dann eine Situation, die das alles in Gleichgewicht bringt, dass man also das erfährt, was man erlebt. Ja. Die Leute, also die sich hängen wollen, die haben schon sehr viele Blockierungen, die haben Gefühle von Ersticken. Und das ist etwas, das ganz automatisch dann zum Beispiel im Departement auftaucht. Es ist da noch etwas sehr Wichtiges, und das ist, also wir sehen, dass die Leute, die sich töten wollen, die wollen sich wirklich nicht töten. Also Selbstmordtendenzen, die kommen von Unwissenheit. Man versteht wirklich nicht richtig, was da passiert, worüber es sich da handelt. Sie wollen wirklich sich von dem Einfluss der zweiten und der dritten Matrix befreien, und sie wollen Erfahrungen der ersten und der vierten Matrix. Ja? Aber wenn man das als erwachsene Person erlebt, dann ist das nicht nur das Pränatale und das Postnatale, sondern es hat auch also numinose Qualität.
Zum Beispiel die Erfahrungen des Pränatalen sind auch mit mystischen Erfahrungen der kosmischen Einheit verbunden und so weiter. Und die Erfahrung des Geborenwerdens, das wird man als also göttliche Epiphanie erfahren. Das Licht wird nicht als das Licht des Operationssaals erfahren, sondern als Verbindung mit der göttlichen Licht. Also dann von diesem Gesichtspunkt sind wirklich die Selbstmordtendenzen, das ist ein Bedürfnis für transzendentale Erfahrungen. Das sind mystische Bedürfnisse, die missverstanden sind. Ja? Man möchte sich von dem Ego befreien, von dem Einfluss der Matrizen und so weiter. Und man möchte dann pränatale, postnatale und damit dann transzendentale Erfahrungen haben. Also das größte Problem im Selbstmord ist, dass man nicht versteht, dass man sterben kann, ohne Körper sterben zu lassen. Man möchte die psychologische Erfahrung des Todes haben. Das ist Ego-Tod und Wiedergeburt. Und dann macht es keinen Sinn, wenn wir als Psychiater und Psychologen den Leuten sagen, also sie sehen das falsch, nicht wahr, es gibt wirklich die Bedeutung, es gibt Sinn im Leben und wir probieren das, also die Depression zu zerstreuen. Ich glaube, es ist richtig zu sagen, ja, es ist wichtig für sie zu sterben, aber es ist möglich, psychologisch zu sterben und körperlich, also lebendig zu bleiben und infolge dieser Erfahrung lebendiger sein als früher. Also man wird nicht sagen, dass sie nicht sterben sollen. Man zeigt ihnen, dass also Egozid und Suizid, das sind zwei ganz unterschiedliche Sachen. Was sie wollen, ist Egozid, ist nicht Suizid. Ja. In unserer Kultur, unsere eigene Existenz, das ist körperliche Existenz. Also wir sind unsere Körper, also die einzige Möglichkeit zu sterben, ist den Körper zu töten. Und das ist nicht wahr. Es ist möglich, also eine ganz volle Erfahrung von Sterben zu haben und am Leben zu bleiben. Und das ist eine Lösung für die Selbstmordversuche. Also Aggression, das ist ganz leicht verständlich auf der Ebene der Geburt. Das können wir ganz, ganz leicht demonstrieren. Beispiel, wenn wir in Esselen wären, wo es Bäder gibt und so weiter, wir könnten eine freiwillige Person zum Bad nehmen und 2-3 Minuten den Kopf unter dem Wasser halten. Wir werden also experimentelle Aggression haben. Pazifistisch man auch ist im Alltagsleben, wenn man nicht mehr Sauerstoff kriegen kann, dann würde man töten. Ja, alle Leute würden töten. Es gibt da in der Geburt Stunden von Erfahrungen, wo man nicht Sauerstoff kriegt und das erzeugt ungeheure Mengen von Aggression. Die Aggression wird nicht ausgedrückt, die ist also in dem System gespeichert und dann verspätetes Wiedererleben der Geburt, das bringt dann ungeheure Mengen von Aggression. Wollte ich was sagen? Ja, das war ein paar Punkte, die Sie vorhin haben, zum Beispiel diese luminose Qualität, wie kann sich das äußern, zum Beispiel, dass man Zugang zur Mythologie findet, zu Märchen? In diesen Erfahrungen? Ja. Ja, also das Perinatale, nicht wahr? Das ist eine Pforte zum kollektiven Unbewussten, zu den Archetypen und so weiter. Für viele Leute auf der pränatalen Ebene kann man eine Mischung von dem Biologischen sehen und dem Mythologischen. Und die Inhalte, die werden kombiniert gemäß der Qualität der Emotionen und der Qualität der physischen Sensationen. Also da kommen zum Beispiel, wir können Mörchen kommen, nicht wahr, die gewisse Ähnlichkeit haben mit den Motiven oder den Themen der Matrizen. Also eine Situation aus einem Märchen, wo es eine ausgangslose Situation gibt, kann also in Verbindung mit der zweiten Matrix
erscheinen. Also ganz typisch kommen zum Beispiel Motive, nicht wahr, von Kämpfen mit Drachen oder wilden Tieren oder sowas. Das sahen wir also in den Diapositiven, nicht wahr, in Verbindung mit der dritten Matrix. Das wird oft als also diese ungeheure, diese ungeheure Kampf mit wilden Tieren erfahren.